Sogar mit Autogramm. Für Ratchet und Clank, den gechilltesten Typen, mit denen ich hier auf einem feindlichen Planeten abgehangen habe. Cool. Hey ho, meine galaktischen Freunde, herzlich willkommen zurück zu Ratchet and Clank. Wir sind hier auf Kervan. Da sind wir, Leute. Und ja, auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr dieses Let's Play so feiert. Wer von euch kriegt hier Kindheitserinnerungen? Das schreibt's mal in die Kommentare und lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Ihr werdet ihr sowohl an eurer Körperkraft arbeiten als auch an eurer Denkkraft. Okay. Kann man den hier schlagen? Komm. Wieso bist du so rabiat? Krieg ich? Lol. Ja, ich dachte, es gibt extra Punkte. Ich check jetzt hier erstmal die Lage. Lauf einmal außen rum, weil den Übungsparcours, daran erinnere ich mich noch. Ich habe nämlich als allererstes auf der PS2 eine Demo-Version gehabt von Ratchet & Clank. Und da war auf jeden Fall dieser Trainingsparcours mit am Start. Und ja, den werden wir jetzt machen. Ich habe ihn ein bisschen anders in Erinnerung, aber kriegen wir, denke ich mal, auf jeden Fall gebacken, ne? Oder? Was würdet ihr sagen? Easy für uns. Woohoo! So. Oh, geht er hoch. Und jetzt, was war das für ein Geräusch? Geht das auf Zeit? Hä, was machst du denn? Genau, so sieht's aus. Und hopp. Das geht nicht auf Zeit, soweit ich weiß. Glückwunsch zum Erreichen des Gipfels der Gerechtigkeit. Deine Quadrizepse brennen sich auf. Quadrizepse. Und Schmerzen. Also, gibt's das echt? Quadrizepse? Wow. Wuhu! Oh oh. Schaffe ich das? Ah! Verdammt, war das knapp. Oh Gott, da wäre noch so ein Haken dazwischen gewesen, so wo ich mich einhaken hätte können. Aber war knapp, Leute. Der Energieturm, Leute. Dort können wir uns bestimmt. Was? Okay. Okay, geht anscheinend um Energie, Leute. Wir haben Energie, denn, ja, wir sind bombastisch, würde ich mal sagen. So. So, zack und zack. Sehr schön. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Alles easy. So. Komm schon. Huiuiui, das war ein bisschen knapp, aber Leute, wir kriegen das richtig gut hier gebacken, würde ich jetzt mal behaupten, Leute. Müssen wir hier kurz warten und dann. Wow, jetzt wäre ich fast zu weit gesprungen. Okay, hier muss ich warten. Achtung, geht mal auf die Seite. Hallo? Hallo? Gehen die nicht auf die Seite? Okay, dann sind es keine beweglichen Teile. Warte mal. Geht es nicht hier? Schade, dann muss ich das wohl... Hä? Wie habe ich das jetzt gemacht? So muss ich das dann machen, denke ich. Ich dachte, das wären so bewegliche Teile. So. Hallo. Warum springt er nicht? So, jetzt haben wir's. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Energieturm bezwungen. Geh zur Hauptplattform und hol dir deinen Preis ab. Ich krieg einen Preis. Unglaublich. Oh Mist, ich hätte da noch ein paar anschlagen können. Okay, jetzt sagt er nichts mehr. So. Okay. Muss jetzt da runterfliegen. Woo! Voll cool auf jeden Fall. Schön luftig hier in dieser Höhe. Und jetzt. Da! So. Alter, krass. Also wir haben 6000 bei 8000, Leute. Können wir übrigens hingehen und können wir den einen Bot da kaufen, der dann mit uns kämpft. Also wenn das der ist. Oh, hi. Baut nicht nur Muskeln auf, sondern auch den Charakter. Nice. Gold Bolt schalten Extras frei. Sieh sie im Pausenmenü an. Okay, gehen wir mal an. Extras, Bildergalerien. Ach, okay, da muss, die muss ich freischalten. Egal. Also ist eher unwichtig. Da lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf. Aber dass die Möglichkeit besteht, ist schön und gut, ne? Ups. Hä? Was war das denn? Geh doch da rein. So, tut. Du hast also gerade meinen Übungsparcours abgeschlossen. Jetzt hast du bestimmt ganz viele Sachen gelernt. Naja, war jetzt langweilig. Vor der Halle der Helden. Ich habe eine Aufgabe für dich.
Also war jetzt nicht so wirklich, sag ich, schwierig. Aber gut, es war Captain Quark Niveau, würde ich jetzt mal behaupten. Und das ist nie sonderlich hoch, würde ich jetzt ja mal sagen. Okay. Hier dieser selbstverliebte Typ hier mit seinen 1000 Statuen. Hier steht eine. Dort hinten steht eine. Finden wir noch eine, Leute? Jetzt hier ein Such- und Wimmelbild. Findet ihr hier nochmal eine Statue? Von Captain Quark? Nee. Gerade keine mehr. Schade. Okay. Da du jetzt einer von uns bist, dachte ich, es wäre jetzt an der Zeit, dir ein neues Gefährt zu besorgen. Ein Sternenspringer der G-Klasse. Ist er für mich? Technisch gesehen gehört er den galaktischen Schutztruppen. Überlebst du aber, schließt du die supergeheime und trotzdem moralisch einwandfreie Mission ab, steht er ganz zu deiner freien Verfügung. Was ist diese geheime Mission? Ich nenne sie Operation Fallender Stern. Glückwunsch, Kadett! Du wurdest ausgewählt für die Operation Fallender Stern. Laut Informationen der Schutztruppen hat Drac ein hochmodernes Waffenlabor im G34-Nebel. Deine Mission ist die Zerstörung seines geheimen Projekts, ohne, das ist wichtig, das jemandem zu erzählen. Niemals. Das ist unser kleines Geheimnis. Klar, aber ich verstehe nicht, warum... Bitte stell deine Fragen erst nach Ende der Präsentation. Du infiltrierst Dracs Labor mit Hilfe eines Dietrichs, deines Verstands und der Tapferkeit, die man üblicherweise bei erfahreneren Schutztruppen findet. Geh rein, zerstöre, woran auch immer ihr arbeitet und entkomme. Ich beobachte dich von hier aus. Viel Glück. Ich wünschte, ich könnte dort sein und dich verabschieden, aber ich habe einen wichtigen Termin bei meinem Akupunkteur. Ruf mich an, wenn du beim G34-Nebel angekommen bist. Ich zähle auf dich, Ratchet. Alles klar. Ja, alles klar. Irgendwas ist da auf jeden Fall nicht ganz, mir ganz geheuer. Wenn ich mich nicht täusche, habe ich jetzt... Ne, wo habe ich den gekriegt? Oh, er hat doch irgendwas von dem Dietrich gesagt, na? Warte mal. Das war nicht gewollt. Nee, warte. Ne, ich habe keinen Dietrich am Start. Wo bringt mich das hier eigentlich hin? Ah, okay, das ist der Zug gewesen. Ich wollte nämlich gucken, er hat ja was von dem Dietrich erzählt und wir waren hier irgendwo. Ne, das war nicht hier, das war auf Novalis, glaube ich. Jetzt gucken wir ganz kurz hier. Der Händler. Hier meist Munition kaufen. Und hier fehlt uns 8000, also 1000 Bolts fehlen uns dafür noch. Ja gut, gehen wir jetzt einfach hier hin. Wo führt uns, warte mal, gucken, wo uns das hier hinbringt. Steht es da? Innenstadt von Alero City. Komm, da gehen wir mal hin, ne? Und gucken, ob es dort irgendwie Möglichkeiten gibt, die Bolts zu bekommen oder so. Mich hätte das, um ehrlich zu sein, mit dem Dietrich... Ah ja, genau hier sind wir ja gespawnt, ne? So. War das hier? Oder das war, glaube ich, auf Novalis, wo es diese eine Tür gab, wo ich nicht rein konnte, weil da irgendwie so ein Dingens sein musste, ne? Ja, guck mal, also hier ist nichts los. Ah, doch, das ist hier, guck. Das meinte ich. Das war das. Hier, theoretisch müsste ich ja für das da einen Dietrich benutzen können, oder? Geht das? Dietrich benötigt. Alter. Okay, den muss ich jetzt halt erstmal bekommen, den Dietrich. Da hinten sind noch Sachen, glaube ich, die ich nicht zerstört habe. Ja gut, ich, die 1000 Bolts kriege ich da jetzt nicht zustande. Oh! Und die Blechbüchse könnten über... Sind die ernsthaft nachgespawnt? Okay, Leute. Könnte es vielleicht doch was geben? Oh. Einer von den galaktischen Schutzdruck. Bats! So, okay. Gebt mir Bowls, bitte. Ah, okay. Könnten wir vielleicht hinbekommen. Waren das alle? Ja, komm. Wir laufen hier nochmal entlang. Ich will den auf jeden Fall... Obwohl... Na, komm. Komm, mach mal hier fix mal. Gehen wir noch durch. Ist ja eigentlich ruckzuck gemacht. Wobei, das war jetzt Munition. Kommen hier nochmal welche? Da ist nochmal Leben am Start. Die Blumentöpfe können wir zerstören. So. Ja, das bringt halt nicht viel, ne? Ist halt schade. Schokolade. Hi. Ich sollte mal für meine Reise nach Pokitaru packen. Okay, Leute, anscheinend. Ich schließe dann hinter euch ab. Ja, anscheinend ist es jetzt halt nicht so. Warte, so. Komm. Und hopp.
und hopp und hopp. Wow. Genau. Zack. Zack. Da unten ist noch eine Kiste. Zack. Gut, kommt alles her hier. Es gab doch auch mal die Möglichkeit, seinen Hammer zu werfen, ne? Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück, Leute. Wir bringen uns kurz um. Die Bolts bleiben ja, wenn ich mich nicht täusche. Bleiben die. Weil ich wollte jetzt nicht den ganzen Weg zurücklaufen, Leute. Darum ging es mir. Warte mal, ich will wissen, wie viele Bolts habe ich. Steht das jetzt irgendwo? Da unten. Ja, wir haben keine verloren. Komm, wir gehen jetzt auf den nächsten Planet. Da fehlt nicht mehr viel. Dann können wir uns auf jeden Fall das andere da kaufen. Okay, was ist unser Ziel? Laut Navigationscomputer gibt es auf Aridia einen wichtigen Apparat, den wir holen müssen. Okay, Aridia könnte man gehen. Oder halt eben in den Nebel hier. Die Infiltration dieser Anlage erfordert hochentwickelte Ausrüstung. Oh, okay. So etwas könnten wir müssen zuerst das hier machen. Nach Aridia gehen. Okay. Das klingt auf jeden Fall, ja. So. Gehe zum Kartensammeln. Nein, brauchen wir nicht. Wir gehen nach Aridia. Hello. Und da können wir jetzt schön sammeln. Ist das Skid Mac Marks da vorn? Ach stimmt, da ist er, der Typ. Aber wir gehen jetzt erstmal hier. So, der braucht bei allem Hilfe. So, wir gehen hier kurz durch. Und gucken, ob wir hier irgendwo schnell die 8000 zusammenkriegen. Da hinten sind Monster. Verdammt! Oh Gott, hier kann ich nicht durch, oder? Sandhaie! Okay, GG, Leute. War jetzt nicht so wirklich eine Absicht hier. Okay. Achtung, zukünftiger Konsument. Oh, oh, oh. Jenna! Gott, was ist das für einer? Komm her! Bats, Alter! Okay, ja, ich gehe mal hier auf die Seite. Moment, muss hier die Lage checken. Gut, dann laufen wir doch zu dem Skid jetzt erst dahin. Ich würde nämlich echt gerne, ich will die unbedingt die neue Waffe. Ja doch, das ist er doch. Hallo! Hi, Skid! Oh Mann, was für ein Glück, dass ihr hier aufgekreuzt seid. Ich bin schon die ganze Nacht hier. Ich glaub's nicht. Skid McMarks. Ich habe alle deine Rennen gesehen. Cool war denn Triple Nova Spin bei Mach 2 letztes Jahr beim Caravan Cup. Immer schön, einen Fan zu treffen, kleiner Mann. Ich bin Clank. Das ist Ratchet. Dein Onkel hat einen Infobot erhalten und uns gebeten, dir zu helfen. Oh, ich habe mich schon gefragt, ob er ihn bekommen hat. Mein Agent und ich fliehen schon die ganze Nacht vor dem Blag. Allerdings wurden wir in dem ganzen Chaos getrennt und ich bin beim Abhauen aus Skid McMarks Boardcheck auf die Schnauze gefallen. Hey, könnt ihr vielleicht die Sandhaie beseitigen, damit ich zu meinem Schiff kann? Ihr bekommt mein Hoverboard, wenn ihr das tut. Wow, ein echtes McMarks 4000 ist so gut wie erledigt. Alles klar, Hoverboard bin ich auf jeden Fall mit am Start, Leute. Aber wir machen auf jeden Fall das. So, ey, das ist so geil mit der... Okay, die ist zu stark dafür, Leute. Setzen wir nicht ein. Können wir das kaputt machen? Nein. Verbleibende Sandhaie. Ach was. Gibt eine Anzahl dafür. Bats, Bats. Okay, gut. So, geht das auf Zeit? Nee, oder? Wir haben auf jeden Fall jetzt bald die 8000 zusammen. Was ist das da? Wow. Leute, das ist Eskalation. Wow. Okay, nice. Jetzt haben wir die 8000. Die 8000 aber fast so gut wie zusammen. Hier. Wow. Okay, gehen wir erst hier lang. Komm. So, erst da hier rum. Und Bats, 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 Bats. Alter, wie viele das sind. Alter, wie viele da kommen. Alter, was ist hier los? So, macht mal hier Platz. Jawohl, Leute, wir haben die 8000 so gut wie zusammen, wenn wir das erledigt haben. Dann haben wir auf jeden Fall den neuen Bot. Wow. Irgendwas. Oh, die habe ich nicht gesehen. Boah, Protonentrommel. Ist klar, ne? Bats. So. So muss es sein, Leute. Zack. Sandhaie erledigt. Nice. Sehr schön. Okay. Scheint, als ob ich hier lang müsste. Gehen wir hier kurz durch. Ne, kann ich gar nicht einsammeln. So, zack. Bats. Au, alles okay soweit? Jawohl. Bats. Ach so, diese Dinger hier.
die tun die ausstoßen. Alles klar. Okay. Das ist gut zu wissen. Zack, zack, zack. Oh Gott. Komm her, los. Jawohl. Aua! Oh, der war böse. So. Komm her. Wann ist alle? Genau. Jetzt hat er es gesagt. Ich soll mir den Mr. Zorkron kaufen, ne? Ich glaube, es sind noch ein paar Sandhaie übrig. Achso. Egal, Moment. Da ist das Schiff auf jeden Fall von ihm. Hier ist das Geld. Und Leute, Achtung. Wir kaufen uns jetzt diese Waffe. Huiuiui, da ist nämlich der Händler. Und ich bin so gespannt. Ich bin mega gespannt, Leute. So. Okay. Da ist er. Alter. Halt, komm zurück. Hier draußen sind immer noch Sandhaie. Ja, ich bin doch auch noch am Start, Mensch. Wo muss denn hinlaufen? Da waren wir ja schon. Ich gehe jetzt nochmal hier lang. Da hinten sind auf jeden Fall noch welche. Solche Sandhaie. Wop, wop, wop. Batz. 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 Jawohl, ey, der ist echt cool. Alles klar. Der ist echt cool. Wo sind denn noch welche, Mensch? Ach, da oben. Okay. So, dann gehen wir hier hoch auf jeden Fall. Nice, wir haben auf jeden Fall jetzt diesen Hilfsbot da noch am Start. So. Ach gut, hier geht's hoch. Haben wir nämlich gefragt, was er meint. Bad. So. Aua. So, und zack, zack, zack. Alle erledigt, oder? Yay! Alle Sandhaie erledigt. Sehr schön. Jetzt müssen wir zum Schiff noch gehen. Oh, jetzt sind wir plötzlich beim Schiff. Das war ziemlich cool. Danke für eure Hilfe. Hier ist euer Hoverboard. Wow, sogar mit Autogramm. Für Ratchet und Clank, den gechilltesten Typen, mit denen ich hier auf einem feindlichen Planeten abgehangen habe. Cool. Schaffst du es alleine, ohne Hilfe zu deinem Schiff? Wird schon klappen. Ich glaube allerdings, dass ich nicht am Blackwater City Hoverboard-Wettbewerb teilnehmen kann. Voll der Bomber, Kumpel. Okay. Hey, hat einer von euch Kerlchen meinen Agenten gesehen? Ich will ihn nicht hier draußen zurücklassen. Er hat's nicht so mit der Natur. Ja gut, sagt mir, was ich machen muss, dann mache ich das. Wie kann ich das Hoverboard einsetzen? Das würde mich mal interessieren. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach lol. Uns nach Skids Agenten umsehen. Der ist bestimmt in die Richtung. Der ist bestimmt in die Richtung. Ja, machen wir die Protonentrommel auf jeden Fall. Die ballern wir da rein. Jawohl! So. Zack, sehr schön. Woo. Die haben wir erledigt. Oh, da kommen noch mehr Sandhaie, aber die taugen ja überhaupt nicht. Batz, 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 batz. Das war's, oder? Kommt noch jemand? Nee. So, oh. Komm her. Wow. Was für Verstärkung? Oh, da ist noch einer. Moment, machen wir den hier. Batz! Der ist echt cool, der kleine Bot. Der ist echt cool. Muss man einfach mal sagen. Achtung, zukünftiger Konsument. Vielen Dank für dein Interesse an Skid McMarks Sports Check. Doch leider zwingt uns deine Weigerung, den Bereich zu räumen, die Konstruktorbots zu aktivieren. Oh lol. Hä? Einen schönen Tag noch. Ach hier. Hä? Ich soll Kreis drücken zum Halten. Meine Sensoren erkennen eine seltsame Energie. Mann! Jetzt habe ich die Dinger verschwendet. Das könnte eine Apparatur von Drag Industries sein. In Ordnung. Woo. Sehen wir uns um. So, so. Ihr habt also meinen Laden gefunden. Ist noch recht unspektakulär, aber bald wird es hier super sein. Wow. Da haben wir Hoverboards, einen Schwunghakenparcours und einen 24-Stunden-Taco-Imbiss für den nächtlichen Heißhunger. Alles klar. Der hat auf jeden Fall einen Plan. Huh. Alter, okay, da ist ein Fließband. Alles klar. Yeah,
Skid Mac Max hier. Hey, lasst euch von Väterchen Frost nicht den Spaß verderben. In unserer Snowboard-Abteilung gibt's die neueste Schneehobeltechnologie. Und es ist nie zu kalt, um cool zu sein. Und zack. Hä, wurde es nicht aktiviert? Hey, komm. Hier. Jeder kann sich was kaufen, so. Um zu sehen. Aber wer nicht auch cool Bart, ist nicht sehr schön. Cool. Und wow. Ey, ich liebe das. Ich liebe diese Parkouren. Leute. Ich weiß nur gerade nicht, was er mir da alles erzählen will. So. Und zack. Abgefahren. Leute, ich hab den Deal für euch. Kommt nice. Die Profi-Surf-Abteilung, sagt den geheimen Code. Ey, Alter. Was? Ey, Alter? Was? Ey, Alter. Was für ein Vollhong. Okay, da oben ist irgendwie noch was. Warte mal, ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich hier rüber. So, zack. Und zack. Okay, und... Boah, das war haarscharf, Leute. Aber so langsam haben wir auf jeden Fall den Dreh raus. Oh, der Dietrich, Leute, der Dietrich! Ratchet und Clank haben oh, nee, einen doch nicht. Hyperbeamer gefunden. Diese geniale Erfindung von Dr. Nefarius kann Wasser von einem Ort an einen anderen bewegen. Das ist genial, Leute. Und ich würde sagen, mit dieser Waffe experimentieren wir rum. In der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann und tschüss!